Schönen guten Morgen, Leute. Nach längerer Zeit der Abstinenz bin ich nochmal bei Lajos auf dem Grundstück in Scham gelandet. Kurzen Gesamtüberblick verschaffen hier. Hat sich nicht so sehr viel getan. Vor einigen Wochen war der Bagger hier. Und an dem Tag regnete es. Ich wollte eigentlich nach hier kommen, aber hat sich dann doch nicht ergeben mit dem Regen. Die Sachen wurden alle neu gepflanzt. Der Haufen mit den Abfallresten, also kein Hausmüll, sondern hier Pflanzenreste und so weiter, wurde endlich mal abgetragen. Auch hier vorne hat sich einiges getan. Diese Ringe wurden endlich mal bepflanzt. Die ist ordentlich gewachsen. Und Lajos war auch mal fleißig. Geländer wurde neu gestrichen. Und er besteht drauf, hat er selber gemacht und komplett alleine. Alles neu bepflanzt worden, wie ihr sehen könnt. Werden momentan täglich bewässert. Jetzt hoffen wir mal, dass die angehen. Die Ringe auch, glaube ich, neu. Ebenfalls hier vorne die Reihe, die Palmen. Die Palmen, die unter dem Baum standen, ich glaube fast ein Jahr. Die wurden hinten eingepflanzt, diese langen Dinger da. Und auch an dem Stacheldrahtzaun entlang wurde einiges neu gepflanzt. Wurde auch ein bisschen aufgeräumt. Und da hinten, das Zeug muss dann auch noch entsorgt werden. Dieser Busch. Ich weiß gar nicht, einen Schaukelstuhl hat er. Und die Hecke wurde neu gepflanzt. Wir hocken hier mal wieder rum. Keine Ahnung, wohin der Lajos verschwunden ist. Das Nachbargrundstück wurde aufgeräumt. Da stand ja so eine Wellblechbaracke und Toiletten und Duschhäuschen. Alles entfernt worden, sieht wesentlich ordentlicher aus. Ja, und das sind natürlich die Spuren, die der Bagger hinterlassen hatte, als er die Bäume eingepflanzt hat. Dünger wird selber produziert. Und da ist der Chef. Keine Ahnung, wo der sich mal versteckt hatte. Moin Lajos. Guten Morgen. Wie stehst du dazu, dass ich heute Morgen eine halbe Stunde vor verschlossenem Tor stand? Tja, was nicht angekündigt. Wir haben noch geschlafen. Ist ja, wenn einer um kurz nach sieben kommt, das ist ja viel zu früh, das am Heiligen Sonntag, Mensch. Du hast mir dein Ehrenwort drauf gegeben, dass du Frühaufsteher bist. Ja, außer sonntags. Außer sonntags. Das habe ich dir verschwiegen, aber jetzt weißt du es ja. Warst du noch Christmette oder so? Nee, wir haben noch geschlafen, echt. Naja. Aber der Einzige, der fleißig ist, wie immer, ist die Wie. Hallo. Ne? Ja, die Wie macht mir doch keine Ahnung. Was machst du heute, Wie? Ich setze einen rauen Brötchenteig ein. Brötchenteig? Rauchen, Laugen. Nach Originalrezept von Großmutter oder so? Von meiner Mutter, ja. Ja, keine Ahnung. Aber ja, ist das der Sauerteig, den du immer machst? Ja. Ah ja, aber den hast du selber gemacht, ne? Ja. Ansonsten hier, ich glaube, das kennen doch alles hier mit der Küche. Da hat sich nicht so sehr viel getan. Ja, vor ein paar Wochen haben wir den Schrank hier zusammengebaut. Oder vielmehr, Wies Bruder hat das gemacht. Ja, Lajos, mit dem Schränkchen, da war eine richtig coole Aktion, ne? Ja. Der Schrank wurde angeliefert, wir sagen hier nicht von wem. Und Lajos hatte keine Zeit wohl gemacht. Also wir reden hier nicht von keiner Lust haben, sondern er hatte keine Zeit. Und er lag zwei Wochen rum, ne? Ja. Und konnte nicht mehr zurückgeschickt worden. Ja, war halt eine Glasplatte kaputt. Und wir haben das nach 16 Tagen haben wir das ausgepackt. Und dann war es zu spät. Jetzt hat ihr Bruder das aber mitgenommen nach Samozon-Kram vor zwei Wochen. Ist schon alles wieder neu gemacht. Und er bringt das nächste Woche Sonntag und dann baut er es ein. Ist alles topfit. 120 Watt hat es gekostet. Ja, Preis gehört. Kann man nicht selber vermachen. Was ist denn jetzt los, wie? Es ist heiß. Heiß? Ja. Ich dachte, das wäre der neue Look. Ja, hier ist wirklich wieder 35 Grad oder so, ne? Ja. Jo, Lajos, was hat sich denn getan? Ja, wir haben da eine neue Palme. Man soll ja nicht mit dem Finger zeigen. Und ein paar Sachen haben wir einbuddeln lassen. Da hinten war ein riesen Bauschutthaufen. Habe ich schon gesagt, den hast du eingraben lassen, ne? Ja, ja. Hat der Bagger gemacht. Und wir haben hier so einen Baum, der soll mal ein Baum werden.
Und hinten zwischen Carport und Haus haben wir auch noch so zwei Dinger. Ja, normal kursiert, nicht kaputt. Nee. Also es hat viel gemacht. Der Bagger hat überall Löcher gebuddelt. Wies Onkel war ja da mit 13 Pflanzen, davon 3 Bäume. Und da haben sie gleich die Löcher gemacht. Und dann ich habe schon lobend erwähnt, dass er sein Terrassengeländer alleine gestrichen hast. Du bestehst darauf alleine und selber. Ne? Ja, ja, genau. Und das Tor hier auch. Pfosten, Zaun, alles. Ja, hatte ich auch da total vergessen, das Tor. Irgendwie war das Tor, das war total angerostet. Die Baufirma, die das hergestellt hat, da haben sie einen ganz günstigen Lack nur genommen. Und das habe ich jetzt komplett mit einem Zwei-Komponenten-Lack gestrichen. Und jetzt soll es halten, angeblich. Und die Pfosten habe ich auch nochmal neu gestrichen. Das Grundstück wurde verkauft. Glaubt, Lajosch? Das sind 2 Chanots. Je 1,5 Reihe, also das Grundstück hat 3 Reihe. Hat eine Thailänderin mit ihrem, wenn ich richtig informiert bin, mit dem australischen Ehemann gekauft. Aber schon letztes Jahr. Pro Reihe für 900.000 Baht, also 2,7 Millionen haben die bezahlt. Preiswert. Ja. Ich vergaß, wie der Guteste hier hieß. Pirat. Pirat, genau. Pirat. Ehemaliger Polizist, ne? Ja, ja. Der hat auch hier einiges machen lassen, oder selber gemacht? Der hat es selber gemacht, glaube ich. Da hat er noch ein Bungalowchen noch hingebaut. Der will ja da noch 2 machen. Und der hat ja hier permanent auch Gäste am Wochenende. Thais, ne? Fast nur Thais. Fast also nur ich habe hier noch, was heißt fast, nur Thais. Ja, die Palmen hat er auch neue Pflanzen hier. Ja. Die sind alle neu. Und guck mal, wenn du da rechts schwenkst, wird überall gebaut jetzt hier. Ja. Ja, ich habe gesehen, da hinten, als wir ein paar Wochen da langs gefahren sind, auch alles aufgeschüttet worden, das Land. Ne? Ja, 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 ja. Also wenn man hier rumfährt, was da alles parzelliert wurde und aufgeschüttet wurde, wahnsinnig wie beliebt Charm zu werden scheint. Das ist hier Nong Yao. Ja, Nong Yao. Ist noch nicht mal Charm. Aber es sind immer mehr Ausländer hier, also wirklich Pharangs ohne Ende. Es ist ruhig, nahezu zu Charm ist gegeben, sind 5 Kilometer. Oder vielleicht 6. Und hast hier halt fast alles. Ist schon schön. Und Huain ist nicht weit weg. Und das Bungalow hat er jetzt. Auch neu gebaut. Und ja. Sieht meiner Meinung nach etwas ordentlicher aus als vorher. Ne, kannst ruhig hinter mir herschleichen. Kein Problem. Da gehen wir zurück, ist mir zu warm. Ja, also der Pirat, ich sag mal Pirat. Der hat 4 oder 5 Angestellte, die das ganze Gelände in Ordnung halten. Es ist noch wesentlich größer als dein Gelände. 9 Reihe. 9 Reihe. 9 Reihe sind 14.400 Quadratmeter. Hat man einiges zu tun? Ja, ist viel, 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 viel. Ich merke es ja bei uns an den 2 Reihe. Ey, was? Wir sind den ganzen Tag beschäftigt. Ja. Da steht auch noch so eine Bambushütte, Baumhaus. Das hat er vor 2 Jahren gebaut. Ich weiß nicht für was. Aber fällt schon wieder auseinander. Ja, natürlich. Thailändische Strippenzieher am Wag oder vielmehr das E-Wag. Strom nicht bezahlt, Zeller weg. Kann teuer werden. Manchmal werden da am Bambus Kobras gesichtet. Die einzige, die hier wirklich arbeitet, ist die arme Wie. Wir gammeln da an unserem Tisch rum. Wie und Lajos haben noch nicht gefrühstückt und das um 12 Uhr. Holen wir jetzt nach und zwar im Love Bread und Friend. Friend. Die Filiale gibt es auch noch auf der Bettkasse im Rot. Und ja, reichliche Auswahl und die sind bekannt für ihre belegten Baguette. Ja, hier die Speisekarte, die ist neu und ich nehme immer so einen Tuna hier. 80 Baht, kommt gut. Ein Croissant ohne was. Anscheinend Diät, ne? Wie? Ja. Und das ist da so ein Ding mit Spinat drin. Ja, ich nahm dann doch Ciabatta, besser zu kauen. Und wie hat Frühstück. Und du hast irgendwie Eiersalat, ne? Eiersalat. Guten Appetit alle. Guten Spaß. So, das gibt Laugenbrötchen. Die müssen vorher gekocht werden. Gelaugt werden. Oder gelaugt werden, meinetwegen. Da liegen noch welche. Hat auch keinen Bock aufs Bugger zu gehen.
Ja, man hätte ja auch Seifenlauge nehmen können von der Waschmaschine, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Wäre eine Möglichkeit. Da hast du auch direkt ein bisschen Geschmack drin, ne? Nach circa 15 bis 20 Minuten sehen die dann so aus. Fett gebacken. Oder wie? Oder was? Ja. Ein wenig. Jetzt müssen die natürlich noch abkühlen. Ne, wie? Ja. Abkühlen. Abkühlen. Nicht warm essen. Kann man auch. Ja? Ja, ja. Heiß. Ja. Jo Leute, das war mal wieder ein Tag bei Wie und Lajos. Hoffe, hat euch ein wenig gefallen. Aber übrigens kommen da noch so ein paar Videoschnipsel von der Baggerei mit drauf. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund. Haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen. So, der Bagger rückt an. Oh, der rutscht weg. So, jetzt muss er ein bisschen Platz machen. Jetzt wird wohl der Bagger abgeladen. Wurde der Wagen, der stecken bleibt, einfach mit dem Bagger weitergeschoben. Auch nicht schlecht. Idee muss man haben. Schon klappt's. So, Baustelle Nummer 1 ist, jetzt den Bautschutt da rechts zu entsorgen. So, Teile. Ein bisschen Loch haben wir schon mal. Sieht man, wie weit die Erde hier aufgefüllt wurde. Das sind locker 50 cm. Jetzt wird der Baumstamm ausgegraben. So, die Wurzel ist jetzt raus. Loch für den Einbaum ist auch schon gemacht. So, heute sind sie alle überpünktlich. Jetzt ist der Elektriker schon da für die Klimaanlage. Aber er kommt da nicht dran, weil er vorne am Kompressor nicht hinkommt wegen der Erde. Bagger eiert, alles klappt. Die Schlange will immer wieder zurückkommen hierher. Oh, das hat wehgetan. Ui. So, jetzt wird der letzte Baum ausgeladen.